verstehe nicht, warum du eine Kantinenputze datest, wenn du auch Frauen mit Qualität haben kannst. Frauen mit Qualitäten kommen nicht um Mitternacht hier rein, weil sie das Geld aus meinem Arsch riechen. Eine Nacht bleibe ich noch hier, aber spätestens morgen bin ich hier weg. Ich werde dich schon noch überzeugen. Du wirst deinen Freund in Windeseile vergessen. Hier ist er ja ganz schön ran. Oh, Alex, was machst du? Jetzt! Hier gibt's definitiv kein Entkommen. Ab heute sind es nur noch 364 Tage. Ich gehe mal kurz ins Bad. Bis gleich. Warum betrügst du mich? Was? Ich betrüge dich nicht. Ich wurde entführt. Du wurdest was? Du wurdest was? Entführt. Du wurdest entführt. Von wem denn? Kennst du den Scheißwichser? Von wem wurdest du entführt, Mann? Hast du dein Handy? Ja, warum? Um Hilfe zu holen. Ja. Scheiße, das muss in deinem Bett sein. War hier gerade jemand? Nee, Quatsch, da war nichts. Hast du gerade was gehört? Nein. Kann nicht sein. Warst du gerade im Bad? Ja, ich war im Bad. Das? Was denn? Was ist das? Ach so, das ist mein Zweithandy. Das ist dein Zweithandy? Ja. Das glaube ich dir aber nicht so. Ja, moin moin, Alter, ne? Morgen. Warte, wohin willst du? Sag mal. Erfüllen wir heute unseren Auftrag endlich? Stella, ich kann's nicht abwarten. Du musst dich da mal ein bisschen gedulden. Wir können das morgen machen. Oder übermorgen. Wie jetzt? Morgen oder übermorgen? Ja, heute könnte echt zu viel schiefgehen. Ich verstehe das nicht. Ich hatte so einen krassen Traum von dem Mord und es war alles so perfekt. Ich kann's einfach nicht mehr abwarten. Ja. Ja. Ich verstehe generell diese Welt nicht mit den Männern, dass sie denken, dass sie mit Unterwerfung ihre Liebe gewinnen können. Was ist das für eine Welt? Hast du natürlich vollkommen recht. Ja. Ja. Natürlich. Ja, jetzt mach du mir mal einen Kaffee, bitte. Ah. Was? Ja, einen Kaffee. Ja. Und Pfannkuchen dazu, bitte. Natürlich. Ja. Bring ich ans Bett. Danke dir. Morgen. Hey. Was macht ihr da? Wir wurden hier reingeschickt, um uns Outfits für den Tag heute rauszusuchen. Okay. Eigentlich voll schade, dass das gestern mit dem Fluchtversuch nicht so geklappt hat, ne? Ja. Fluchtversuch? Ja, wir wollten fliehen. Was ich euch eigentlich noch erzählen wollte, ist, dass der Neo sich gestern die ganze Nacht an mich rangekuschelt hat. Ich weiß nicht, es hat sich gar nicht so schlimm angefühlt. Vielleicht ist er ja gar nicht so ein schlimmer Boss. Wie ist es bei dir? Ja, das mit Alex und mir ist eh Quatsch. Ich meine, wir sind seit so vielen Jahren befreundet. Ich verstehe gar nicht, woher auf einmal dieser Sinneswandel kommt. Aber wie ist es bei dir? Kanntest du Ben schon? Ben? Mhm. Boah, ich habe mich vor 5 Jahren im Fußballverein geoutet und dann hat er mir eine Nachricht per Facebook geschrieben, meint auch, dass er schwul ist, aber dass halt wirklich niemand wissen darf im Verein. Mhm. Aber ey, ohne Spaß, Leute, gar nicht mein Typ, habe ich ihm auch sofort gesagt. Lass uns jetzt mal die Sachen raussuchen.
Maximus! Oh. Neo! Alles klar bei dir, mein Freund. Sehr gut. Bei dir? Ja, natürlich. Sieht gut aus. Dankeschön. Wow. Hammer. Sag mal, wie läuft's bei dir so? Mit den Mädels, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir unsicher. Irgendwie sah das im Film alles einfach aus. Vielleicht müssen wir noch mal mit Massimo reden. Alles wird gut, Maximus. Ja. Weißt du? Mhm. Vielleicht sind einfach wir jetzt mal an der Reihe, weißt du, was ich meine? Wir Jungs. Ja. Vielleicht sollten wir jetzt mal zeigen, was es heißt, zu lieben. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, gehe ich von aus, ja. Ja. Kann ich bei dir duschen? Hast du keine eigene Dusche? Oder? Ja, doch, doch, klar. Aber, würde gerne hier duschen. Ja, zu dir kein Zwang an. Klar, ja. Da ist die Dusche. Kommst mit? Nee. Sehen wir uns später, ne? Mhm. Was passiert denn eigentlich nach den 365 Tagen, wenn wir mit unseren Frauen nach Hause gehen können? Oder Jungs halt, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass die Mädels schon auf euch stehen, oder? Oder Jungs. Okay, komm runter, ja? Ich glaube nicht, dass die Mädels oder Jungs auf euch stehen. Aber ich habe einen Plan. Arbeitet mit Eifersucht. Ja? Hübsche Mädels denken, sie... Okay, komm runter! Ja, komm, bleib cool. Bleib cool. Okay? Okay, bleib cool. Hübsche Mädels denken, sie können... Halt die Klappe. Denken, sie können wirklich mit allen hier. Ne? Die denken, die können alle haben. Aber nicht bei uns. Wir machen nicht alles für hübsche Mädels. Bei uns ist das so. Okay, warte, warte. Ganz anderer Ansatz. Umgekehrte Psychologie. Stellt euch mal vor, was ist, wenn wir gar nicht mehr so erreichbar sind? Was ist, wenn plötzlich noch jemand anderes ins Spiel kommt? Aha, das klingt nach einem Plan. Ja, ich hab doch gesagt, das ist ein Plan. Glaubt ihr, dass wir hier jemals wieder rauskommen? So. Augenbinden aufsetzen. Was ist, wenn wir das nicht wollen? Hm? Dann breche ich euch die Arme. Jetzt zieht die Augenbinden auf. Schön, oder? Warte. Früher Michelangelo? Ist ein Original. War ein Geschenk. Bist du wohl ein königlicher Löwe? Sehr königlich. Was? Ja. Reiß mal ab. Wovon träumst du nachts? To do.
Ich habe hier eine Perücke für dich. Ich ziehe die dir jetzt auf und du schaffst das. Du gehst da jetzt hin. Gib dein Bestes. Das mache ich mit Sicherheit nicht. Doch, du machst das. Das ist... Komm, du schaffst das. Los. Jetzt bist du dran. Beiß ab. Ganz sicherlich nicht. Mach mich mal los. Ich muss auf die Toilette. Zieh dich aus. Sag mal, spinnst du? Du weißt genau, dass wir das nicht machen können. Ich meine, unsere Eltern sind befreundet. Das kommt doch eh alles raus. Spinnst du? Was ist eigentlich mit dir los? Ach, komm schon. Wie kann es eigentlich sein? Wir sind so viele Jahre befreundet und auf einmal willst du was von mir? Lass uns das probieren. Nein. Hör auf! Okay, stopp! Wenn ich dich jetzt küssen würde, würde es dich dann erfüllen? Ist es das, was du willst? Setz dich aufs Bett. Ich habe immer noch keine Lust auf diese Spielchen. Du wirst dich schon noch dran gewöhnen. Du wirst noch Gefallen daran finden. Was hast du mit meiner Freundin vor? Was hast du mit meiner Freundin vor? Wollen wir vielleicht einfach komplett ausziehen? Du krankes, perverses Schwein. Du willst mit mir auf ein Date. Ich vertraue dir.